Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt mal wieder ein Schwangerschaftsupdate. Das letzte ist schon unglaubliche 4 Wochen her, aber ja, irgendwie wollte ich nicht immer nur das Gleiche erzählen. Und heute waren wir wieder beim Frauenarzt und deswegen dachte ich, okay, dann mache ich mal wieder ein Update. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ich bin aktuell in der 36. Woche, allerdings, ja, wenn das Video draußen ist, dann sind wir schon auf jeden Fall in der 37. Woche. Denn das sind nur noch 2 Tage. Genau, also fast 37. Woche. Ja, ich hatte heute wieder meinen Frauenarzttermin und darüber wollte ich natürlich berichten und ich wollte natürlich auch erzählen, wie es mir denn gerade so geht, so die letzten Tage, die letzten Wochen. Man weiß hier nie, wann geht es jetzt wirklich los. Also ich denke irgendwie, also ich rechne schon fast täglich damit. Und dann überlege ich mir, 36. Woche ist doch noch ganz schön früh. Und ja, irgendwie habe ich aber schon das Gefühl, ich bin schon so am Ende angekommen. Also ich fühle mich schon einfach so am Ende sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Genau, also mich wird es auch nicht stören, wenn es jetzt losgeht. Das Baby ist soweit fertig und auch schon ordentlich groß und schwer. Aber dazu kommen wir gleich. Und ja, von mir aus könnte es also losgehen. Ja, erstmal so, wie geht's mir? Ich will das Video gar nicht so lang machen. Also erstmal, wie geht's mir? Morgens und so den Vormittag geht's mir immer richtig gut. Also außer, dass ich, wenn ich aufstehe, ziemliche Fußschmerzen habe durch die Wassereinlagerung. Also ich habe diesmal in der Schwangerschaft wirklich sehr, sehr viel Wassereinlagerung. Sonst geht's mir wirklich richtig gut. Ich schlafe natürlich nicht mehr so schön, es ist alles sehr anstrengend und so und man weiß aber nicht, wie man liegen soll, auch wegen dieser Füße und sowas. Aber mir geht es vormittags schon recht gut. Dann fängt es an am Nachmittag, wenn es dann auch so ein bisschen wärmer draußen wird und wir hier im Dachgeschoss dann wirklich schon kämpfen mit der Hitze. Ja, dann fängt es an, dass ich mich zu gar nichts motivieren kann, also weder putzen noch irgendwie was anderes machen, fällt mir super, super schwer. Alles ist irgendwie so ein richtiger Kraftakt und ich fühle mich immer, als hätte ich einen Marathon hinter mir, wenn ich einmal nur kurz den Teppich abgesaugt habe. Also ja, alles in allem einfach mega kaputt, total lustlos auch. Und ja, einfach alles ist anstrengend. Und abends ist es dann ganz, ganz schlimm, wenn wir auf dem Sofa liegen, wenn die Kleine schläft und wir sitzen auf dem Sofa. Und dann bin ich nur am Hin- und Herdrehen, am mich gerade hinsetzen, einmal durchs Wohnzimmer laufen, weil ich einfach keine schöne Position mehr finde, um mich irgendwie hinzulegen oder hinzusetzen. Alles drückt nach unten und oben gegen die Rippen. Ich kann auch nicht mehr auf der Seite schlafen, weil ich totale Rippenschmerzen habe, als wären meine Rippen gebrochen. So fühlt sich das an. Ja, also es wird einfach nur noch schwer gerade. Es ist einfach nur noch schwer. Und abends fällt auch sehr, sehr oft der Satz, ich habe keinen Bock mehr. Das Kind soll bitte kommen. Und dann denke ich mir wieder, oh Gott, eigentlich habe ich noch 4 Wochen. Wenn man mal so rechnet, habe ich noch 4 Wochen. Das ist echt Wahnsinn. Genau, aber ich denke, da muss ich jetzt durch, da muss jeder durch. Ich weiß gar nicht, wie ich das bei Lia überlebt habe. Lia kam ja bei 38 plus 0, also jetzt noch 2 Wochen. Wir schauen mal, wie lange Baby Nummer 2 drin bleibt. Genau, und sonst, wie gesagt, so die typischen Sachen. Was jetzt weniger geworden ist, ist Sodbrennen und dieser Magendruck, denn die Kleine ist ordentlich nach unten gerutscht. Ich zeige euch gleich auch nochmal meinen Bauch, aber die Kleine ist wirklich ordentlich nach unten gerutscht und mein Bauch hat sich ordentlich gesenkt. Dadurch habe ich oben ein bisschen mehr Freiraum, atmen kann ich trotzdem nicht. Aber wie gesagt, Sodbrennen und dieser Magendruck ist auf jeden Fall besser geworden. Also ich kann auf jeden Fall schon mal viel, viel mehr essen und das ist so schön, weil ich habe so unglaublich Appetit. Ja, die Wehen werden also auch immer stärker. Heute auf dem CTG waren auch 3 schon ordentliche Wehen, meiner Meinung nach, zu sehen. Und die habe ich auch ordentlich gespürt. Da sind noch keine richtigen Schmerzen dabei. Der Bauch wird einfach hart und ich habe so ein bisschen Unterleib ziehen währenddessen.
Aber die habe ich schon ordentlich gespürt, die Wehen. Die Frauenärztin hat aber nichts dazu gesagt. Es war alles in Ordnung. Genau. So. Und dann, ja, würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Frauenarzttermin. Da war alles in Ordnung. Alles tippitoppi, sagt sie. Genau, ich musste auch wieder Urin abgeben und Blutdruck messen und alles und mich wiegen. Und ich habe jetzt 11 Kilo zugenommen. Bei Lia hatte ich damals 12 zum Ende. Also komme ich, denke ich mal, auf das Gleiche nachher hinaus. Ich habe bei Lia alles wieder komplett runter gehabt vom Gewicht. Also es ist, ich bin wieder mit dem gleichen Gewicht sozusagen gestartet in die zweite Schwangerschaft. Und genau, 12 Kilo hatte ich, wie gesagt, damals. Und jetzt also bin ich gerade bei 11 Kilo. Sonst Blutdruck auch alles in Ordnung. Wir hatten ja, wollte ich auch noch erzählen. Ich hatte letztes Mal beim Frauenarzt vor 2 Wochen den Streptokokkenabstrich. Der war auch negativ, also auch alles in Ordnung. Auch Pilz und so hat sie alles abgestrichen. Da war auch alles in Ordnung. Genau, also da steht nichts im Wege. Die Geburtsanmeldung hatten wir übrigens auch schon. Wir sind also jetzt in der Klinik angemeldet und da können wir jederzeit hingehen und es geht los. Kliniktasche ist ja auch schon gepackt, wie einige vielleicht wissen. Also, ja, wie gesagt, also von mir aus kann es losgehen. Ja, die Frauenärztin wollte untenrum eigentlich gar nicht gucken. Denn beim letzten Mal war ich bei ihrer Kollegin, weil meine Frauenärztin war im Urlaub. Und da war ich bei einer Kollegin vor 2 Wochen. Und sie hat keinen Ultraschall gemacht, sondern sie hat nur untenrum geschaut und untenrum einen Ultraschall gemacht. Also einfach nur mal den Gebärmutterhals gemessen mit dem Ultraschall. Da war er bei 3,5 cm, also perfekt, Normalbereich für die Woche. Und diesmal wollte meine Frauenärztin dann einen Bauchultraschall machen, aber nicht untenrum gucken. Dann habe ich gesagt, na, ich habe schon ordentlich Senkwehen, wollen Sie nicht doch mal gucken, ob da irgendwie schon was geburtsreif aussieht? Und sie hat dann gesagt, ja gut, wenn Sie das möchten, gucken wir natürlich. Sie hat geschaut, Gebärmutterhals ist noch richtig lang, sagt sie. Eine genaue Zahl hat sie jetzt nicht gesagt, aber auf jeden Fall nicht geburtsreif. So, ich nehme das nicht so für voll, denn das haben sie bei Lia eine Woche vor der Geburt auch gesagt. Also das kann sich zack ändern von jetzt auf gleich. Und genau, deswegen schauen wir einfach mal. So, dann haben wir auch noch einen Bauchultraschall gemacht. Da habe ich auch noch 2 Bilder bekommen, die kann ich euch ja nochmal zeigen. Ich weiß nicht, was sie diesmal für ein Papier genommen hat. Auf jeden Fall sieht man fast gar nichts. Aber ich hoffe, ihr erkennt trotzdem ein bisschen was. Also hier ist das Köpfchen und hier ist so eine Hand und hier ist eben der Bauch. Und auf dem anderen Bild sieht man einmal das Baby von vorne. Hier die Nase mit den 2 Nasenlöchern. Hier der Mund und hier ist eine Hand. Richtig viel Speck schon im Gesicht, oder? Hier oben ist übrigens auch so die Plazenta. Richtig speckiges Baby schon, also so, ja, man hat richtig so die Backen gesehen und die Nase schon richtig ausgefüllt und sowas. Und am Unterschied haben wir sogar gesehen, dass sie so gekaut hat. Also hat sie wohl gerade so ein bisschen, Fruchtwasser getrunken oder sowas. Genau. Und was ich auch ganz faszinierend fand, weil die Freundin hat diesmal auch wieder komplett alles abgeguckt, also Nieren, Herz, einmal komplett alles abgeguckt. Und der Magen war so klein, also die Nieren waren richtig schön zu sehen und der Magen dagegen nur so eine Erbse. Also echt Wahnsinn, wie klein der Magen am Anfang ist. Genau, Baby ist jetzt unglaubliche 49 cm groß. Das ist richtig viel, wenn ich überlege, dass meine Große mit 50 cm zur Welt gekommen ist. Und ich mir überlege, das ist jetzt hier in meinem Bauch drin. Einfach so groß wie meine Große bei der Geburt war, ist einfach jetzt so hier in meinem Bauch drin. Ich komme darauf nicht klar. Und ich habe mich auch echt erschrocken. Weil für die 36. Woche eigentlich so, ja, 45 cm gesagt wird. Und dann, ja, 49 cm. Also es ist ein mega langes Baby. Aber dafür ist sie etwas leichter. Sie wiegt nämlich jetzt nur 2656 Gramm. Also nicht, also genau richtig für die Woche, sage ich mal. So, also
genau richtig für die 36. Woche. So, meine Kleine turnt jetzt hier rum. Ich hoffe, das stört euch nicht. Genau, also ein mega langes Baby, aber normal gewichtig, nicht besonders schwer oder sowas, obwohl sie im Mutterschein wirklich sehr speckig aussah. Wir müssen aber auch dazu sagen, das sind alles nur Schätzwerte. Also das kann auch sein, dass sie nachher auch nur mit 48 cm geboren wird oder so, ne? Aber ich war echt ganz schön erschrocken, als die Frau letzten sagte, 49 cm. Ja, also wir sind mal gespannt, wie groß die Kleine nachher wird und wie schwer. Meine Große kam mit 50 cm und 3170 Gramm. Ja. Also 2 Wochen hat die kleine Maus noch. Dann wären wir bei dem gleichen Stand sozusagen. Mal gucken. Ja, und sonst gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wie gesagt, der Bauch ist ordentlich gesenkt. Wehen sind kräftig da. Also die spürt man einfach dadurch, dass der Bauch hart wird. Aber sonst, ja, Unterleibsschmerzen, Symphysenschmerzen. Das Übliche, wirklich, Leute. Einfach das Übliche. Und ja, ich habe keine Lust mehr. Kann man schon so sagen. So, jetzt zeige ich euch noch schön meinen Bauch. Ich will Lust mehr. Du hast auch keine Lust mehr? Ja. Okay. So sieht der Bauch jetzt aus gerade. So, also man sieht schon, er hat sich schon ordentlich gesenkt. Und von so sieht er so richtig prall und dick aus, oder? Wahnsinn. Ich habe einen Umfang von 92 cm. So, meine Lieben, und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich muss mich jetzt um meine große Motte kümmern. Die ist nämlich schon ganz wild hier und möchte spielen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald vielleicht wieder bei einem nächsten Update. Ich weiß es ja gar nicht. Vielleicht ist es auch schon wieder das letzte. Ja. Wir sind gespannt. Die Frau letzten hat auch gesagt, okay, vielleicht sehen wir uns aber wieder. Vielleicht nicht. Sie denkt aber schon. Aber das hat sie bei meiner Großen auch gesagt. Und dann kam meine Große doch eine Woche später. Ja, wir werden es gewahr. Wir werden es sehen. Die Kleinen entscheiden das komplett allein. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!